Ja, nachdem wir ihn ja gesehen haben, dass er im vorletzten Spiel gespielt hat und auch andere Spieler geschont hat, haben wir schon geahnt, dass er gegen uns nicht spielen wird. Dass er vorne eher einen schnellen, einen Spieler, der viel Lauf, viel Intensität reinbringt, sind wir davon ausgegangen, dass er nicht spielt von Anfang. Nicht überrascht gewesen. Deswegen kam es auch ein bisschen für die Umstellung. Ich denke, dass es sicher nicht optimal war. Ja, wir hätten sicher gewünscht, wenn er gespielt hätte. Das haben wir doch in der kurzen Einsatzminuten gesehen, ja, dass er dass, ja, für sie wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen ist, gewesen war, Ramos spielen zu lassen. Hat uns wehgetan. Ja, hat interessante Spieler, hat auch von der Ersatzbank starke Spieler gebracht, die frisch waren und zum Leider von unserer Seite. Ja. Gestern war der Gegner viel besser und ein Weiterkommen muss man sich verdienen. Und gestern haben wir es einfach nicht verdient zum Weiterkommen. Ob du jetzt mit 6-1 verlierst oder im Elfmeterschießen rausfliegst, am Schluss bist du draußen. Wir haben es gestern einfach nicht verdient. Und aber insgesamt, denke ich, sind wir auf einem tollen Weg und sehr, sehr positive Momente, wo wir erlebt haben. Hallo zusammen, ich habe euch Thomas Kopfstock. Ja. Können Sie sich da?